Hallo und willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Irina Frank und hier erwartet euch wie immer eine frisch zubereitete Tasse Photoshop. Noch mehr Tutorials findet ihr unter ecapophotoshop.com, wo ich das Erlernen von Photoshop zum Vergnügen mache. Heute setzen wir das Thema Frequenztrennungsmethode fort. Im ersten Teil habe ich darüber gesprochen, wie man den richtigen Unschärferadius findet. In diesem Video geht es darum, wie man mit Niedrigfrequenzen arbeitet. Das Schwierigste, sowohl bei Frequenztrennungsmethode als auch bei Deutsch und Burn, ist, finde ich, das Zeichen weiche Übergänge von einer Farbe zur anderen. Wichtig dabei ist, genau das Werkzeug für sich zu finden, mit dem ihr bequem arbeiten könnt. Für mich ist es der Pinsel. Aber es gibt noch andere Werkzeuge, mit denen ihr sanfte Übergänge machen könnt. Und die drei beliebtesten davon zeige ich euch in diesem Video. Vergesst bitte nicht zu liken und einen Kommentar zu schreiben, damit helft ihr mir, meinen Kanal zu bewerben. Und wir starten mit dem Pinsel. Wir haben zwei Farben und brauchen einen Farbverlauf von einer Farbe zu der anderen. Ich nehme einen weichen Pinsel, Fluss ca. 5%. Während ich die Alt- oder Option-Taste gedrückt halte, klicke ich auf diese Farbe. Dann lasse ich die Alt- oder Option los und zeichne mit der aufgenommenen Farbe eine gerade Linie in diesem Bereich. So. Danach halte ich wieder die Alt- oder Option-Taste gedrückt und klicke auf diese Farbe und zeichne wieder eine Linie. Ich reduziere den Fluss bis zu 2%, damit das besser funktioniert, und male jeweils eine gerade Linie über den Rand. Und so lasse ich die Farben ineinander laufen, bis ich einen sauberen und schönen Farbverlauf hinbekomme. Dasselbe machen wir beim Porträt. Ich starte die Action für die Frequenztrennung, wähle einen passenden Radius. Wenn ihr nicht wisst, wie man den passenden Radius aussucht, bitte schaut das Video, das vorherige Video. Ich male auf einer leeren Ebene, die zwischen den Hoch- und Niederfrequenzebenen liegt. An der Stirn möchte ich einen weichen Übergang von den Highlights zu dunkleren Bereichen erreichen. Hier sehen wir eine scharfe Kante, eine scharfe Grenze zwischen diesen zwei Bereichen. Versuchen wir, diese weicher zu machen. So, ich nehme wieder einen Pinsel. Weich. Der Fluss ist 1%. Ich vergrößere den Pinsel, halte die Alt- oder Option-Taste gedrückt und wähle die hellere Farbe aus und male entlang dieser Grenze. Jetzt nehme ich die dunklere Farbe und male wieder über diese Grenze. Und so bekomme ich einen weichen Übergang von einer Farbe zur anderen. Da wir auf einer leeren Ebene arbeiten, ist es nicht weiter schlimm, wenn wir was falsch gemalt haben oder in Bereiche gegangen sind, die unberührt bleiben sollten. Denn wir können jederzeit einen zum Beispiel Radiergummi nehmen und Unnötiges einfach löschen bzw. mittels Ebenenmaske entfernen. Schauen wir uns vorher und nachher an. Das war vorher. Und das ist nachher. Nochmal. Das war vorher und das ist nachher. Dieser Farbübergang ist weicher geworden. Vorher und nachher. Das zweite Werkzeug ist ein Mischpinsel. Auch für dieses Tool sind die richtigen Einstellungen sehr wichtig. Die Grundeinstellungen sind hier oben. Ich zeige euch meine Pinseleinstellungen. Ihr wählt aber lieber die Einstellungen, die euch am bequemsten passen. Also,
Ich stelle alles auf 100 und wir schauen uns die ganze Einstellung mal an. Ich aktiviere die Option Pinsel nach jedem Strich reinigen. Als nächstes kommt die Option Nass. Je höher die eingestellte Wert ist, desto länger wird der Strich. Je niedriger, desto kürzer. Ich zeige, wie das funktioniert. Jetzt haben wir 100% und ich male einen Strich. So sieht es aus. Jetzt reduziere ich den Wert bis zu 50% und male wieder. Wie ihr seht, je höher der eingestellte Wert ist, desto länger wird der Strich und je niedriger, desto kürzer. Ich nehme etwa 10 bis 20%. Für unser Beispiel werde ich 10% nehmen. Es kommt immer darauf an, was man macht. Als nächstes kommt Auftrag. Auftrag bestimmt, wie schnell der Pinsel trocknet. Je niedriger der Wert ist, desto schneller trocknet der Pinsel. Bei mir liegt dieser Wert bei etwa 10%. Mix steuert das Verhältnis zwischen der Farbe in Farbvorrat und der in unserer Datei. Der Farbvorrat ist diese Einstellung hier. Ihr könnt die Farbe auswählen, mit der ihr die Farbe auf dem Foto mischen möchtet. Da ich den Farbvorrat nicht verwende, spielt diese Einstellung keine Rolle für mich oder beziehungsweise ganz kleine Rolle. Schaut mal, wenn ich den Farbvorrat mit einer Farbe fülle, zum Beispiel blau, und bei Mix 100% einstelle, dann bekommen wir folgendes Ergebnis. Die Farbe wird hauptsächlich von Bild aufgenommen. Ich reduziere bis zu 5% und male wieder. Bei 5% kommt die Farbe aber hauptsächlich aus dem Farbvorrat. Da ich keinen Farbvorrat verwende, zeigt sich die Differenz zwischen 100 und 5% in der Strichlänge. Ich stelle wieder auf 100% und male einen Strich. Seht ihr, was passiert? Da kann man kaum was sehen. Und jetzt auf 5% und male wieder einen Strich. Es passiert schon ein bisschen mehr. Hier nehme ich meistens ca. 10%. Die letzte Option ist euch bereits bekannt. Das ist Fluss, dasselbe wie bei einem normalen Pinsel. Ich stelle den Wert auf etwa 5% ein. Wenn wir alle Ebenen aktivieren, können wir auf einer leeren Ebene arbeiten, da die Farben von allen sichtbaren Ebenen aufgenommen werden. So, das Werkzeug ist eingerichtet. Lasst uns jetzt mal einen Farbverlauf erstellen. Während wir mit dem Standardpinsel vertikal aufgetragen haben, entlang der Farbgrenze, malen wir mit dem Mischpinsel horizontal. Wir mischen die Farbe. So, ich beginne zu malen. Da ich auf meinem Computer gerade 3 Programme laufen habe, damit ich das Tutorial aufnehmen kann, das Video aufnehmen kann, funktioniert dieser Pinsel sehr langsam. Ich will nicht, dass ihr so lange wartet, deswegen werde ich das Video ein bisschen beschleunigen. So, jetzt haben wir einen Farbverlauf. Kommen wir nun zum Porträt. Ich erstelle eine Kopie der Niederfrequenzebene, STRG J, Command J, passe die Einstellungen ein bisschen ein, ich reduziere den Fluss und alle Ebenen sollen nicht aktiv sein, da ich will auf eine Kopie der Niederfrequenzebene arbeiten. Ihr könnt auch auf eine leere Ebene arbeiten, dann müsst ihr aber alle Ebenen aktivieren und die Texturebene ausschalten, da in diesem Fall die Farben werden aus allen sichtbaren Ebenen aufgenommen werden. Ich muss aber wegen der Aufnahme von diesem Video auf andere Variante greifen.
Ich erstelle eine Kopie der Niederfrequenzebene und werde drauf malen. Ich male quer über die Farben. In eine und in andere Richtung. So, schauen wir mal, was passiert. Das war vorher und das ist nachher. Nochmal vorher und nachher. So, nun kommen wir zum letzten Werkzeug, was an sich ja eigentlich keins ist. Es ist ein Filter, und zwar der Gaußsche Weichzeichner. Ich dupliziere wieder die Niederfrequenzebene, Steuerung J, Command J. Das dient dazu, dass die ursprüngliche Ebene nicht ruiniert wird und mögliche Fehler korrigiert werden können. Ich nehme das Lasso-Werkzeug. Hier, ganz oben, stelle ich den Wert für die weiche Kante auf 10 Pixel. Dann wähle ich den Bereich, den ich verwischen möchte. Die Auswahl werde ich ausblenden, damit sie mich optisch nicht stört. Dazu drücke ich STRG oder Command H. Ich habe die Auswahl nicht entfernt, sondern nur unsichtbar gemacht. Jetzt gehe ich zu Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner und wähle den Unschärferadius aus. Ich schaue, was passiert und verschiebe den Radiusregler nach rechts und klicke dann auf OK. Füge jetzt der Ebene eine schwarze Maske hinzu. Ich halte die Alt-Taste gedrückt und klicke auf das Maskensymbol hier unten. Da wir eine Auswahl gehabt haben, bekommen wir so eine Maske. Die Auswahl wird so eine Maske. So, ich nehme einen Pinsel. Der Fluss ist ca. 15% und male nur dort, wo ich den Farbübergang weicher machen möchte. Das war vorher und das ist nachher. Obwohl diese Methode scheint sehr einfach und unkompliziert zu sein, nutze ich diese Methode nie. Sie führt viel zu schnell zu unrealistischen Ergebnissen, zu Plastikhaut. Also wenn ihr diese Methode nutzt, dann sehr, sehr vorsichtig. Ich habe euch drei der beliebtesten Optionen zum Verwischen einer Farbe gezeigt. Jede dieser Optionen hat natürlich Vor- und Nachteile. Wendet euch einfach einem Werkzeug zu, mit dem ihr das beste und natürlichste Ergebnis erzielen könnt. Für mich ist das, wie gesagt, der normale Pinsel. Ich kann damit schneller und effektiver arbeiten als mit dem Mischpinsel zum Beispiel. Hat euch das Tutorial gefallen? Dann bitte liken und kommentieren nicht vergessen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.